sagen, ich habe meinen Vortrag mit dem Titel überschrieben, Heimat in flüchtigen Zeiten, Gedanken zum Bundes-Niedersachsen-Tag. Die Symphonie mit dem Paukenschlag ist von Josef Haydn. Dort kommt der große Rums, also der Paukenschlag nach 16 Takten. In der Politik des Jahres 2019 kam der große Rums noch früher. Er kam schon nach 15 Tagen. Die Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Parlament war eine wilde, ein aufregender und bedrohlicher Jahresauftakt. Er stürzte Großbritannien womöglich ins Chaos und Europa in größte Ungewissheit. Nach der Legende soll Josef Haydn den Paukenschlag in den langsamen zweiten Satz hineinkomponiert haben, um das träge Publikum aus seinem konzertanten Tiefschlaf zu wecken. Vielleicht, hoffentlich ist das Brexit-Drama auch so ein Paukenschlag, um die Bürgerinnen und Bürger Europas aufzuwecken. Aber Sie wissen das alle so gut wie ich, seit Mitte Januar paukt und paukt es wöchentlich, fast täglich. Und mir scheint es fast so, als gewöhne man sich an die Paukerei. Und in London, Brüssel und Berlin tut man fast so, als handle es sich bei der wilden Paukerei um die kleine Nachtmusik. Es geht darum, die Heimat der Zukunft zu verteidigen. Die große Heimat der Zukunft ist Europa. Es gibt mehrere Heimaten, viele Heimaten, vielfältige Heimaten, große und kleine Heimaten. Die erste Heimat ist die Familie, die zweite ist die Kindheit, die Schule, der Arbeitsplatz, die Vereine, die Stadt, die Region, in der man lebt und schließlich der Staat, also das Heimatland. Und darüber wölbt sich dann in Zukunft, wenn es gut geht, die Heimat Europa. Ich komme aus Bayern, bin dort geboren und aufgewachsen. Meine Jugend war politisch geprägt von Franz Josef Strauß, an dem und an dessen Politik ich auch noch als Journalist einiges zu kritisieren hatte. Aber er hat oft und gern einen Satz gesagt, den ich heute noch schön finde und der das Heimatliche schön zum Ausdruck bringt. Bayern, sagte er, ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa ist unsere Zukunft. In der CSU war dieses Bekenntnis zu Europa lange Zeit verpönt. Jetzt ist dort Europa wieder angesagt, seitdem ein CSU-Mann aus Niederbayern, Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP-Fraktion, für die Europawahl ist.